Jetset-Klausuren, wie Matt in Phnom Penh. Mein Freund Ed meinte, eine Reise nach Asien würde meinen Horizont erweitern. Ich war Anfang 20 und wusste nicht viel über Kambodscha. Die Roten Khmer hatten hier ein Drittel der Bevölkerung umgebracht. Und im Boden dieses Landes liegen mehr Minen vergraben als irgendwo sonst auf der Welt. Wenn man die Grenze nach Kambodscha überschreitet, akzeptiert man Dinge, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Und ein einziger Moment hat hier die Kraft, dein ganzes Leben für immer zu verändern. We need delirium, you know? We need real smashing inside. That's holiday for us. We gotta get fucked. No problem. God bless Katja, my Kayon. What did he say? Will you marry me? You have to take these pills. Pills aren't too big. I don't take. I take pills. You eat spider. What? You don't love me. I came back to you, didn't I? Because I love you. One day, you don't come back to me. Trust me. Please. Ich war hin, ich war zurück, ich war wieder hin, ich hab kein Geld mehr. Du kannst dich kaum mit ihr unterhalten. Sie liegt dir auf der Tasche. Sie ist eine kambodschanische Ex-Prostituierte und sie wird an AIDS sterben. Ist. See you next life. Ich brauche ein neues Visum. Willst du da wieder hin, oder was? Bist du mit Anfang 20 bereit für die Liebe deines Lebens?